Augen sind offen. Das bedeutet, ich bin vermutlich wach und träume, dass ich schlafe. Oder was auch möglich ist, vielleicht schlafe ich aber doch und träume, dass ich wach bin und mich frage, ob ich träume. Du träumst. Deutschland einer großen Klappe, die nicht dicht hält. Aufgewachsenen Straßen und Gassen, die dich auffressen. So manche, die nicht aufpassen, wurden in dieser Stadt vergessen. Ich hätte mein Leben an der Küste verbringen können, würden die meisten behaupten, die mich noch als glückliches Kind kennen. Doch der Blick über den Tellerrand blieb relevant, nämlich Marlon Brandung, der Typ, der elegant gegen die Welle rannte, der schnell erkannte, dass man sich nur entwickeln kann, wenn man die Perspektive wechselt. So fing ich zu spitten an und die Leute sahen mich mit ihren komischen Blicken an. Also musste ich fortgehen, denn ich fing zu verbittern an. So begann ich zu schreiben für alle, die Trost im Gewitter fanden, für alle, die verschwanden und halbblind durch die Mitte rannten. Auch heute habe ich immer noch so vieles nicht verstanden, aber sammel die Erfahrung schon seit über 30 Jahren. Ich wollte in des Vaters Fußstapfen treten, leider musste ich feststellen, dass diese Spuren längst verweht sind. So schuf ich mein Werk nach Gottes Ebenbild und lernte schnell, dass dieser neue Weg mein altes Leben tilgt. Ich konnte plötzlich sehen, wie viel Müll tatsächlich durch die Kanäle schwillt und dabei nur für einen kurzen Moment den Hunger der Szene stillt. Ich seh zu viele Predigen von Herz und Seele, aber sich daneben benehmen, wenn Alkohol die Kehle füllt. Ja, auch ich war benebelt und von mir selbst angeekelt. Wenn man merkt, wie allein man ist und wie weit man auf Drogen geht, ist es schon zu spät. Lieg ich am Boden und hole mir den Tod oder krieg ich den Bogen und wiederhole, was Not tut. Menschen machen gerne zweimal denselben Fehler, nur um zu gucken, ob sie es schaffen, nochmal zu scheitern. Du hältst mich wieder nur für einen Märchenerzähler. Ist doch egal, wie voll das Glas ist, denn am Ende ist es Elea. Ist doch egal, wie voll das Glas ist, denn am Ende ist es Elea. Was hält mich wach, spendet Licht in der Nacht, gibt mir zu kämpfen die Kraft und für mein Denken ein Dach. Was öffnet mir diese Tür, spricht mit der Stimme, die mich führt, lässt mich die Hoffnung verlieren, um sie noch stärker zu spüren. Was ist der Grund für die Qual, was zieht mich wieder ins Tal, was will, dass ich mich fokussiere und lässt mir doch wieder die Wahl. Was trifft mich jetzt und hier, was noch nicht ist und nie war, was ist so schwer zu verstehen und war mir doch nie so klar. Es gibt immer noch Tage, an denen ich an Selbstzweifel scheiter, doch wen kümmert's, ohne mich dreht sich die Welt einfach weiter, wer weiß wie lange noch, denn sie sägen an der Leiter. Immerhin kann ich am Ende stolz erzählen, dass ich dabei war. Nach all den Jahren stets die gleiche Leier. Immer noch Beats bauen und FIFA und von Liebe kein Peiler. Ich will doch nur wieder Hansa, erste Liga gegen Bayern und mit diesem Moment für immer einfangen und einrahmen. Doch ich will auf die Zeit nicht warten und vereinsamen. Nein, ich will endlich wissen, wie all die verzweifelten Phrasen gemeint waren. Der Weg ist das Ziel und es gibt Licht am Ende des Tunnels. Jetzt weiß ich, dass auf der Stelle treten nicht gesund ist. Wenn du Veränderung willst, dann warte nicht auf die Flut, lass die Vergangenheit ruhen und alles hinter dir, was dir nicht gut tut. Ich will die Welt sehen, doch sie ist so entstellt. Doch wir lernen nicht aus Fehlern durch Tutorials auf
YouTube. Die Erde dreht sich nicht, weil ich es so will, will. Nicht jeder versteht es, doch dieses Business ist ill. Alles, was du brauchst, ist ein bisschen Wissen und Skill, Skill. Schmeiß dein schlechtes Gewissen am besten in Müll. Du kommst mit Gebrüll, während ich Liebe in Zeilen fülle. Beats in geschmolzenes Eisen, Hülle herrscht meistens Stille. Ein bisschen mehr Ruhe wäre mir eigentlich lieber. Also lebe ich in Erwartungshaltung wie ein Krieger. There's a war going on, noch ist von vornherein verloren. Denn zu viele, die den Krieg fordern, wurden schon in Zorn geboren. Ich kann ein Lied davon singen, sie wetzen wieder die Klingen, während sie schwätzen von niederen Dingen. Auf Brechen und Biegen, fighten für gerechten Frieden, verbreiten echte Lügen, vergiften uns mit Pestiziden, wollen mir das Texten verbieten, weil sie die Raps nicht mögen. Und wenn ich Trends nicht bediene, gehen die Fans mir flöten. Wer hat sich diesen Blödsinn nur ausgedacht? Ich hab sie ausgelacht und bin aufgewacht. Nun sitz ich hier, bringe Texte zu Papier, nenn mich Autodidakt. Ich öffne Türen, die nach draußen führen, lautstark protestieren Stimmen in mir. Sie wollen, dass ich Bauspar und ein Auto fahr. Doch da glaub ich nicht dran, wie an den Klabauter, Mann. Denn die Signale von außen sind lauter. Lass mich erzählen, was ich auf meinem Weg sah. War mir oft nicht sicher, ob ich auf dem blauen Planet war. Globale Gesellschaft, nur Opfer und Täter. Zu viele, die dachten, dass es für Hoffnung zu spät war. Zu wenige, die noch einen klaren Kopf im System waren. Und zu viele, die noch immer zugenebelt durchs Leben fahren. Verdammt, du musst Vertrauen haben, du wirst staunen. Denn die Zeiten, die kommen, werden atemberaubend. Ja, kannst mal glauben. Mich wach, spendet Licht in der Nacht, gib mir zu kämpfen die Kraft und für mein Denken ein Dach. Was öffnet mir diese Tür, spricht mit der Stimme, die mich führt, lässt mich die Hoffnung verlieren, um sie noch stärker zu spüren. Was ist der Grund für die Qual, was zieht mich wieder ins Tal, was will, dass ich mich fokussiere und lässt mir doch wieder die Wahl. Was trifft mich jetzt und hier, was noch nicht ist und nie war, was ist so schwer zu verstehen und war mir doch nie so klar. Was hält mich wach, spendet Licht in der Nacht, gib mir zu kämpfen die Kraft und für mein Denken ein Dach. Was öffnet mir diese Tür, spricht mit der Stimme, die mich führt, lässt mich die Hoffnung verlieren, um sie noch stärker zu spüren. Was ist der Grund für die Qual, was zieht mich wieder ins Tal, was will, dass ich mich fokussiere und lässt mir doch wieder die Wahl. Was trifft mich jetzt und hier, was noch nicht ist und nie war, was ist so schwer zu verstehen und war mir doch nie so klar. Was hält mich wach, spendet Licht in der Nacht, gib mir zu kämpfen die Kraft und für mein Denken ein Dach. Was öffnet mir diese Tür, sprich mit der Stimme, die mich führt, lässt mich die Hoffnung.